Liebe AT&S-Kollegen und AT&S-Kolleginnen, einigen von euch werden sicher schon unsere Bienenstöcke am Standort aufgefallen sein. So, meine Mädels, aufs neue Platzerl. Was jetzt auf den ersten Moment nicht so ersichtlich ist, ist, dass diese Bienenstöcke gemonitort werden. Das bedeutet, dass sie an das IoT-System, also an das Internet der Dinge, angebunden sind und wir Gewichtsmessungen, die Außentemperatur, die Luftfeuchte messen. Mein Name ist Martin Bittner von der B&Me und ich freue mich, dass ich heute bei der AT&S unsere Bienenstöcke gemonitort in Betrieb nehmen kann. AT&S ist ein Hochtechnologieunternehmen und das Interessante, was wir hier tun, ist, wir verbinden Sensordaten, Big Data und Cloud, um Biodiversität sichtbar zu machen im Internet und über die Vermischung und Korrelierung von Daten aus dem Bienenstock und extern. Und AT&S ist ein wunderbarer Partner hier, die Nachhaltigkeit wirklich mit Technologie transparent, sichtbar und actionable zu machen. Einige von euch werden sich jetzt bestimmt fragen, was haben denn Bienenstöcke bei uns am Standort in Hinterberg verloren? Naja, unser Unternehmen strebt natürlich immer danach, Teil der Lösung und nicht Teil des Problems zu sein. Und deshalb ist es quasi unser Beitrag zum Natur- und Artenschutz und zum Erhalt der Biodiversität. Und ich bin der glückliche Imker, der da dabei sein darf und mit seinen Bienen hier am Firmengelände den grünen Gedanken zur Umwelt und zur Natur mitgestalten darf. So, das ist jetzt der Brutraumsensor. Der kommt hier genau in die Mitte des Brutnests hinunter und da können wir dann auf unserem Monitor genau sehen, welche Temperatur es im Brutnest hat. Und wenn jetzt Nektar kommt, dass die Bienen etwas finden, dann ist es natürlich so, dass das ein dementsprechender Anreiz für die Königin ist und die ganz extrem mit der Eilage beginnen wird. Und dann gehört natürlich etwas Blühendes, das heißt, ich möchte Phacelia ansehen, die blüht wunderschön, duftet ganz toll, duftet nach Honig. Bezüglich des Parkplatzes ist es kein Problem, es ist auch die Flugrichtung nicht in Richtung Parkplatz, sondern Richtung Süden. Die Mitarbeiter können natürlich auch hergehen. Es würde mich freuen, wenn der eine oder andere die Bienenstöcke besucht. Und wenn jemand wirklich Interesse hat und etwas mehr von der Biene wissen will, es ist meine Tafel drauf mit meiner Telefonnummer. Ihr könnt mich gerne anrufen und wenn wer mal dabei sein möchte, wenn ich die Bienenstöcke öffne, bekommt er von mir einen Schutzanzug und kann mit dabei sein. Ich wünsche euch viel Vergnügen und viel Spaß mit den Bienen hier am Gelände. Alle Tätigkeiten und all unser Handeln beeinflusst, wie die Welt von morgen aussieht. In unserem Fall wahrscheinlich süß, denn die erste Honigernte soll schon in den kommenden beiden Wochen erfolgen. Und der ein oder andere fleißige Mitarbeiter oder die ein oder andere fleißige Mitarbeiterin wird bestimmt in den Genuss kommen, von diesen leckeren und vor allem nachhaltigen Giveaway kosten zu dürfen.